Moin Moin Freunde der Nacht, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Beziehungsweise zu einer neuen Podcast-Folge mit Mosen. Ja, der gute alte, legendäre Mosen ist auch am Start. Wir wollen jetzt im heutigen Video nicht allzu ausführlich, aber schon ein wenig über die Saison der Meisterschaft, über Classic Fresh unterhalten. Viele von euch haben unter meinem letzten Video, was ich hier nochmal einblende, quasi Fragen stellen können, die wir heute unter anderem auch ein bisschen beantworten möchten. Wir möchten auch ein bisschen drüber sprechen, ob wir Fresh spielen werden oder nicht. Ich denke, es interessiert auch viele, weil wir ja auch beim ersten Launch relativ reingesuchtet haben und einfach immer mit dabei waren, gestreamt haben und so weiter. Deswegen wollen, glaube ich, einfach viele Leute wissen, so, ob wir quasi nochmal dabei sind und was wir zu der ganzen Geschichte sagen. Ja? So, in dem Sinne erstmal moin, Timo. Ja, moin ihr Ficker. Was geht? Any Fresh Players? We need Fresh. Oh, ja, jetzt kommt die ganze Geschichte nochmal, Timo. Keine Ahnung. Und wir hocken hier so in Burning Crusade drin irgendwie, beide irgendwie kaum Zeit, um überhaupt irgendwie was zu machen. So. Und in einer Woche ist irgendwie Fresh wieder da. Was ist so dein allererster Gedanke, wenn du da jetzt irgendwie, also wenn du daran denkst, dass nächste Woche am Mittwoch um 0 Uhr, weißt du, die ganzen No-Lifer wieder in Fresh reinsuchten, was ist dein erster Gedanke? No. Ja, also, puh, ja, der erste Gedanke ist, keck weh. Geil. Also, perfekt. Fresh ist natürlich nice. Aber auf Fresh selber bin ich jetzt gar nicht so gehypt, aber ich sehe halt, die machen halt viele saugeile Änderungen. Ja. Und so hätte es eigentlich von Anfang an sein müssen, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, dann kommt halt so, also alles so, oh geil, geil. Und dann kommt halt so, wieder so typisch Blizzard-mäßig, Release-Date übermorgen. Und das ist halt so, keine Ahnung. Und dann so, ja, alles urgeil. Und wir setzen uns ein Limit von 12 Monaten. Hm. Das ist so, als wenn dich so einer zu einer Party einlädt und sagt, um 21 Uhr ist Schluss. Ist halt, geiler Vergleich, ja. Kommt mal nicht so. Hatte ich jetzt noch nicht so, ja. Ah, guter Vergleich. Kommt mal nicht so in Fahrt, ne? Also, irgendwie. Ja, allgemein genau. Cool. Aber wie gesagt, dieses grätscht, es ist Release-Date und diese 12 Monate grätschen halt, bin ich mir ganz, ganz sicher und habe ich schon von vielen, vielen Leuten gehört, bei ganz vielen Reihen. Und das ist halt mega schade, ne? Weil das vielleicht sieht, ich glaube, die Tür zu Classic Plus ist offen. Das wäre sehr schade. Auf jeden. Also wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz grob für die Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, nochmal kurz so die Rahmenbedingungen sagen. Ab morgen könnt ihr euren Namen reservieren für die Classic-Server. Es gibt, das ist auch vielleicht spannend, es gibt keine deutschen Server mehr. Ich glaube, das haben auch viele noch nicht gerafft irgendwie. Es gibt also keine deutschen PPGA-Server mehr, sondern es wird nur noch EU-Server geben. Ich habe schon gehört, Trilltroll ist auf Bones Guide am Start und wird da rumtrollen wieder. Und genau, das heißt, ab morgen könnt ihr euch einen Namen reservieren, glaube ich, auf allen Servern. Ich glaube, man kann quasi nur einen Namen overall reservieren, bin mir aber nicht genau sicher. Und ab dem 17., also Mittwoch nächste Woche, könnt ihr quasi dann um 0 Uhr quasi anfangen mit dem No-Lifen. Genau. Und die ganze Geschichte wird quasi ein Jahr gehen, 12 Monate. Und es ist quasi so eine Art Saisoncharakter. Also Blizzard möchte da wirklich so eine Art, vielleicht sogar jährliche Geschichte draus machen, keine Ahnung, die dann immer wieder von neu anfängt. Das sind so die Rahmenbedingungen, ja. Und es wird etliche Änderungen geben, das heißt, die Bosse in Molten Core werden ein bisschen schwieriger werden. Man rankt dementsprechend, dadurch, dass es halt nur 12 Monate geht, rankt man deutlich schneller, weil man sonst halt vom PvP-Gear hinterher hängen würde. Also es wird keine World Buffs mehr geben, die kann man nicht mehr im Raid verwenden. Das heißt, es kommen, also es ist halt irgendwie weird so, ne? Es kommen viele Änderungen, die sich viele gewünscht haben. Auf der anderen Seite hätten sich halt auch jetzt, also ja, was Timo halt schon angesprochen hat, Blizzard macht immer irgendwie so halbherzige Geschichten, ne? Dann macht man jetzt irgendwie so, man hat voll viel mit der Community drüber gesprochen, okay, welche Dinge müssen verändert werden, und dann ist so der Launch in einer Woche, ne? Und das ist dann halt immer so die Frage, okay, warum hätte man jetzt nicht irgendwie noch, das ist auch so mein Hauptkritikpunkt, warum hätte man nicht, weißt du, so wenigstens bis ins nächste Jahr warten können, weißt du, ich meine? Ja. Also das wäre, finde ich, so meiner Meinung nach das Minimum gewesen, um, weil gerade ist so noch nicht mal Black Temple am Start, noch nicht mal so der Peak von Burning Crusade, weiß ich nicht. Es ist halt echt, ich check's manchmal einfach nicht so, also das Timing ist wirklich Banane, ist echt,
Einfach so eine Scheiße. So auch wieder so Mitte November. Irgendwie, so keine Ahnung. So, das ist so Jahresende irgendwie, alle machen nur irgendwas so, dann kommt wieder Weihnachten und so ein Kram und so. Wie, ich weiß nicht, es passt einfach überhaupt nicht. So, die Leute sind irgendwie bei TBC noch am Machen. Und, ja, also, wobei ich schon sagen würde, ja, über kalte Jahreszeit, bla bla, Winter, finde ich schon generell geiler als im Sommer. Das finde ich jo, schon. Ja, klar, aber warum denn jetzt, also jetzt so? Das ist ja echt wirklich nächste Woche halt einfach. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie macht das so. Ich meine, klar, viele, wir gehören auch mit dazu, gar keinen Bock so richtig auf. Also, was heißt gar kein. Also, TPC ist cool, macht mir auch Spaß gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber es ist halt für mich der die Raids halt, ne? Weil, ja, ihre Farben, müssen wir glaube ich nicht zu sagen. Wissen wir alle, wie das so ist. Ja. Und da das halt so ist, kannst du halt in der Arena, also entweder grindest du halt unglaublich viel Ehre, was komplett zerstörtes System ist, gar nicht, was dann passt. Egal. Und sonst hast du auch keine Chance in der Arena und da muss man sowieso rein sweaten und da muss man natürlich auch üben in der Arena, weil das halt nicht mehr so ist wie früher. So, ne? Und das machen wir jetzt auch, fangen wir jetzt gerade so ein bisschen an und so, ne? Weil wir gar keine Zeit gehabt haben. Und man merkt halt schon, genau. Da brauchen wir auch Zeit für. Und sonst sind es halt die Raids. Das heißt, viele haben ja auch irgendwie jetzt doch vielleicht wieder Bock auf Classic, normal, Vanilla, bin ich ja auch so. Aber jetzt, ja, vielleicht. Vielen Leuten passt das Timing nicht, kannst mir erzählen, was du willst. Das genau. Ist, das ist echt scheiße. Und das ist ein bisschen das Bittere daran, ne? Weil, glaube ich, viele Leute, einschließlich wir, theoretisch gesehen, ja Bock drauf hätten. Ich hab Bock. Ja. Ne? Es halt aber so ungünstig liegt irgendwie, dass man sich halt echt so fragt, Digga, so, ey, keine Ahnung, Alter. Ich habe so viele Baustellen in Burning Crusade irgendwie. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, Burning Crusade ist nicht so der Oberburner, was also außerhalb von der Arena und außerhalb vom Raiden, hat man weißt du hast ja deine Community am Start, gerade jetzt auch eure Gilde und so weiter. Und dann ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, so, ja, scheiß mal auf Burning Crusade, ich fange irgendwie Classic an, aber keiner kommt mit, so, und dann ist auch kacke, weißt du? Also. Ja, also meine Gilde jetzt, sag ich mal, von Fresh zu überzeugen, ist so mittel einfach. Ja. Du musst halt auch so sehen, es ist halt auch aus einem ganz anderen Grund total dämlich, jetzt das zu releasen. Ganz viele kommen gerade aus Classic raus, haben davor schon viel Classic gespielt, aber sagen wir jetzt einfach mal nur die nur jetzt bei Official Classic angefangen haben, die kommen jetzt da gerade raus aus dem World Buff Meter, aus komplett reinschwitzen, aus, Alter, die kommen gerade aus ihrem Keller, weißt du, mit der Unterhose voll noch, weil sie ein Jahr nicht auf dem Klo waren, irgendwie, weil sie reinparsen mussten. Ja. Und irgendwie, die fängst du jetzt nicht ein, so, ne? Ja. Und vielleicht ist es ja auch okay, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, aber das ist eigentlich total dumm. Also ich glaube, sie hätten sich damit einen größeren Gefallen getan, wenn sie es nächstes Jahr gemacht. Aber es wird irgendwas damit zu tun haben, die Jahresabschlusszahlen nochmal hochzubekommen und nichts anderes. Und auch da ist es halt wieder, ist halt Blizzard und muss keinen Sinn machen. Es geht nur darum, dass man nochmal schnell ein paar Subs abgreift. Ist einfach so, müssen wir uns nichts vormachen. Genau wie heute freie Charaktertransfers kommen. Und weiß ich nicht, wie viele Gilden jetzt in den letzten Wochen, Monaten so durch die Gegend getranzt sind mit 4 Chars pro Nase. Ja. Ich habe heute mal ein Ticket gemacht, ob ich das Geld zurückkriege. Ist halt einfach ein Witz, ist einfach der größte Witz, diese Scheißfirma. Und man holt noch Leute wieder ran, dass sie das Game zocken und so. Also ich darf gar nicht drüber nachdenken. So sitzen wir hier noch 10 Stunden. Ist einfach eine Frechheit. So. Ist einfach eine Frechheit. Vielleicht nochmal, um auf Season of Mastery zurückzukommen. Mal so ein bisschen ganz grob auf die Änderungen, die kommen werden, ne? Weil du musst überlegen, die Leute wissen ja noch gar nichts über unsere Meinung jetzt überhaupt, ne? Was ich halt so, schon so ein bisschen jetzt von dir mitbekommen habe, du findest ja viele Änderungen tendenziell gut, ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Ironie an der Geschichte. Die haben jetzt halt Leute dahin gesetzt, die halt das können, ne? Ich glaube, der kommt von EverQuest, der Dude, der das jetzt macht. Ah, okay. Und die hatten ja dann auch so ein Classic-Ding, was dann halt erweitert wird und so. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Das ist halt nur geil. Und die haben jetzt halt irgendwie nach, keine Ahnung, wie viele Jahren geschnallt, dass man vielleicht irgendwie ein paar Leute, die halt vielleicht Lust darauf haben, auf das Thema, da hinsetzt und nicht halt irgendwen, der, keine Ahnung, der dreimal Fail-Reaver-Witze macht irgendwie. Ja. Und also, was sagst du denn generell zu Änderungen sind mega. Zu den PvE-Changes? Also, die Bosse werden deutlich mehr HP haben anscheinend. Es werden anscheinend Mechaniken wieder aktiviert, ne, die deaktiviert worden sind. Man kann World Buffs gar nicht mehr im Raid verwenden und zum Beispiel das Debuff Cap wurde jetzt quasi entfernt. Biber Cap. Biber Bibo.
Genau, richtig geil. Also 100% mehr HP, das hat ja schon nicht gereicht. Also hätte wahrscheinlich auch schon viel gemacht, aber. Und viele Bosse haben einfach. Das ist halt richtig geil. Sie haben einfach gesagt: Komm, wir geben jetzt einfach alten Bossen aus MC neue Abilities und neue Adds und alles Mögliche. Und ich habe mir die alle durchgeschaut und so. Manche sind halt immer noch nicht jetzt urschwer oder so, aber. Das bringt halt schon viel Flavor mit rein. So. Einfach, weil es was Neues ist mal so, ne? Weil man es nicht kennt einfach, ne? Ja. Mega geil. Also die Idee halt zu sagen, okay, wie gesagt, ist ja einfach Classic Plus so, ne? Wir nehmen das Game und gucken so, wie bauen wir das, wie machen wir das jetzt geiler, ne? Ja. Und da, so machst du halt Molten Core, ich sag mal so in Anführungszeichen, schwerer. So. Und ich meine, Ragnaros submerged jetzt auf jeden Fall bei 50%. Das heißt, man muss auf jeden Fall einmal die Sunface spielen. Man kann es einfach nicht brute forcen mit irgendwie World Buffs, keine World Buffs, mega geil. Und also manche Bosse haben echt coole Änderungen und das gibt natürlich auch Lust auf mehr, was bei BWL, AQ40, Nax noch kommen kann. Ja. Will man gar nicht von träumen. Hauptsache es kommt dann halt auch. Ja. Und genau, das Debuff-Limit ist auch mega, weil das macht halt manche Specs einfach, ich sag jetzt mal, also halbwegs viable. Man kann schon mal einen Feral zocken, du kannst Hemorrhoge zocken. Ja, Jäger kann halt einfach die Debuffs Sting drauf machen und so, ne? Und Shadow und Gut, Serpent Sting ist auch nicht mana-effizient, aber trotzdem, okay. Du kannst halt Blutungseffekte benutzen als Feral oder so, ne? Mhm. Als Moonkins können halt mal ihre Dots benutzen, Affliction Warlock und so weiter. Genau, und dann eine. Ja, und dann eine weitere große Änderung, die kommen soll, ist halt, die wollen halt wirklich, wirklich diese ganze Boosting-Thematik abschaffen halt, ne? Ja, genau. Das war ja auch der größte. Ja, muss man auch sagen, finde ich auch. Also bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendwelche kreativen Ideen kommen werden, so, aber man weiß halt nie so, ne? Stimmt, aber. Aber das, also finde ich zumindest generell gut, ja, so viele Fehler, die sie damit auch gemacht haben in der Vergangenheit und so viel sie auch nicht gemacht haben. Muss man schon auch anerkennen, dass zumindest versucht wird, dass Botting ein bisschen unterbunden wird. Und ich glaube zum Beispiel auch, die Mobs in BRD bringen kein Silber mehr und so, ne? Dass die Schurken dann nicht mehr Pickpocken. Du kriegst einen Debuff, genau. Also irgendwie zu oft Pickpocken, dann kriegst du einen Debuff und dann haben die nichts mehr dabei. Genau, und die ganzen Mobs halt in Marauden und so weiter werden immun gegen Slow nach einer gewissen Zeit. Das heißt, das kannst du dann wahrscheinlich nicht mehr machen einfach. Genau. Da hoffe ich dann halt auch, das Schwierigste, dass du da halt während das schon läuft, dann auch immer weiter noch optimieren, wenn die Leute irgendwelche Ideen haben, dass sie die dann auch wieder unterbinden. Weil sonst wäre es ja dämlich, weißt du, wenn sie dann wieder eine neue das halt nicht verhindern würden. Ja, absolut, aber das ist halt auch einer der wichtigsten Punkte halt, ne? Was Leuten auf den Sack geht, ist halt diese Boost-Scheiße, World-Buff-Kram halt. Es gibt auch Leute, die finden es halt geil und ich verstehe es auch, ist auch völlig in Ordnung, aber wenn es halt keiner hat, ist es halt auch wieder, muss halt so sehen, ne? Ja. Halt auch wieder kein Ding und wie gesagt, das wollen sie nicht drüber streiten, aber halt die Sachen waren halt schon so die größten Sachen, die halt Classic dann, wie gesagt, bei Classic geht es für mich um was anderes und nicht um World Buff Parsen irgendwie und Speedrun, aber das kann ja auch jeder selber entscheiden. Aber deswegen habe ich hier Classic gespielt, weil es da nicht so ist und dafür kann man halt andere Sachen spielen, finde ich. Auf jeden Fall mega nice und die Boosts sind weg oder sollen wegkommen. Was halt, ich meine, ich finde es okay, aber halt irgendwie XP-Boost so mittelgut. Muss nicht sein unbedingt, das geht so ein bisschen mit diesem 12 Monate und, und Rushen, auch das ist ein Punkt, was sie nicht verstehen noch, da sind sie aber noch nicht angekommen, so Leute wollen nicht Classic zocken, um halt irgendwie durchzurushen, so weißt du, sondern genau darum geht's ja nicht. Ja, ist so eine spannende Frage, da habe ich auch, wir können ja jetzt ein bisschen auch gleich auf die Kommentare eingehen, von euch, von dem letzten Video, und da haben auch viele Leute so geschrieben, da sind sie sehr zwiegespalten, einige finden es gut, viele finden es nicht gut, keine Ahnung, ist irgendwie schwierig zu beantworten, finde ich. Das wird man dann wahrscheinlich. Das ist ja auch eine Quest-EP, ne? Das ist auch okay eigentlich. Genau. Das ist ja auch wieder cool, dass man dadurch das Questen so ein bisschen attraktiver macht. Vielleicht dann doch nicht nur in Dungeons rumhängt. Also ist jetzt ein kleinerer Punkt. Das wahrscheinlich nicht wahrscheinlich so würde es einfach keinen Sinn machen, wenn man sagt 12 Monate oder wenn man es nicht verändern würde. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, auch so das Ding, ne? Viele Leute sind halt auch schon so 35, 40 Jahre alt und so weiter. Und da kriegst du oft dann schon Kommentare, dass einfach nicht mehr die Zeit vorhanden ist, um 100 Jahre lang zu leveln. Auf der anderen Seite ist ja gerade das geile Feeling von Vanilla, dass halt eben das Leveln länger dauert. Das heißt quasi die, ne, also dann hat man halt 2 Stunden, wo man halt irgendwie ein Drittel von dem Level schafft, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie gut an am Ende. Das verstehen, glaube ich, auch viele nicht, ne, dass nur weil es schneller geht, bedeutet nicht, dass es besser ist irgendwie am Ende. Mhm. Das ist so ein bisschen so der
Und ihr müsst halt auch so sehen, wenn die, wenn du halt nicht Molten Core in der alten Form kriegst, wo es halt echt mit World Buffs durchzeugen und so richtige Scheiße, dann macht es vielleicht auch Bock und dann will man halt vielleicht doch nicht irgendwie nur irgendwie einen Monat davon haben. Ja, weiß nicht. Ich fand das alles so geil und dann habe ich so dieses 12 Monate gelesen und dachte so, hä? Mhm. Why? Also so was? Echt schade. So, selbst Habicht hatte Bock, so weißt du? Und also hä, 12 Monate hat mich einfach abgeturnt, gebe ich mir nicht. Das Ding also, ist, was mir dazu eingefallen ist zu den 12 Monaten, ich habe mir gedacht, okay, wenn wir uns mal anschauen, wie es bei Classic lief, ne? Da war ja von vornherein nicht genau klar, wie es kommen wird danach. Also was halt genau, passiert, wenn das Wichtigste, ne? Genau, und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht, weißt du, damit halt nicht die Leute dann das komplette Jahr über irgendwie oder wie auch immer, wie lange auch immer rumlabern, ja, was passiert eigentlich dann, wenn wir durch sind und so weiter. So hat man es von vornherein festgelegt einmal und alle halten auch ihr Maul irgendwie, weißt du, und alle wissen irgendwie, woran sie sind. Das war so der einzige Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay. Und wenn man sich die Era-Server anschaut oder die Era-Server, da ist ja keine Sau mehr drauf. Nee, weißt du, also vielleicht kann Classic nur funktionieren, wenn es immer wieder von vorne anfängt. Weißt du, vielleicht ist so dieses Fresh-Meme von Monkey News und so weiter, vielleicht ist es wirklich einfach so die Antwort, dass es wirklich nur so ein Zyklus immer sein kann. Also weißt du, was ich meine? Ja, also, weil die haben ja wirklich auf den Private-Servern, haben die ja, wenn die Rang 14 waren, haben die schon gequittet eigentlich und wieder auf einen neuen Server. Klar. Also vielleicht ist es ja echt so. Haben sie einen neuen Kredit bei der neuen Bank aufgenommen und fresh. Aber weißt du, wie ich meine? Also vielleicht ist es, ist Blizzard einfach nur auf die Leute eingegangen, die so sich so fühlen, so, Digga, ich will einfach immer wieder neu anfangen, keine Ahnung. Genau, also es gibt zwei Optionen, glaube ich. Der Dude, der da jetzt sitzt, der ist eigentlich dafür bekannt, dass sie so ein bisschen Classic, also halt was dran bauen an so ein Classic-Game. Ich gehe stark davon aus, dass sie ein bisschen in Richtung Classic Plus gehen wollen und dass die jetzt mit diesen Season so ein bisschen testen. Und danach kann man ja, nach diesen Season kannst du ja deinen Char auf Era Server transferieren. Ne, nach dieser Season of Mastery. Ja, wirklich? Ja. Ich dachte, die sind auf jeden Fall weg danach irgendwie. Nee, die kannst du dann kostenfrei auf Era transferieren. Ah, okay. Und, Ach, so ist sie noch gar nicht, okay. Das ist halt so ein bisschen so wie so ein Charakter in so eine Vitrine stellen, ne? Wenn damit nichts passiert. Was okay ist, aber bringt dir halt eigentlich nichts. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, entweder probieren sie von Season zu Season was Neues aus. Das gibt's ja irgendwie so ähnlich auch wie in Diablo. Ja. Das finde ich nicht so geil. Andererseits, ja. Vielleicht ist es auch die einzige halt Möglichkeit, ne? Das wäre halt dieses, es kann nur fresh gehen. Ja, aber vielleicht probieren sie halt auch so ein bisschen was aus gerade und bringen dann wiederum irgendwie immer Seasons und auf Era kommt irgendwie Classic Plus mäßig. Oder ich habe keine Ahnung. So. Aber ich auf jeden Fall, wie gesagt, die Tür zu Classic Plus ist auf und das ist mega cool und das ist mega interessant. Ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr jetzt irgendwie nicht gerade irgendwie, wenn es euch alles nicht so interessiert, was Blizzard so abzieht, bla. Ey, spielt das auf jeden Fall, gebt euch das. Es ist MC und so, das sieht alles mega geil aus. Keine Boosts, die Raids, auch die, weiß nicht, sieht einfach nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich auch sagen. Also ich habe auch schon ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht vom reinen Feeling her am Ende dann, scheiß mal auf das Ganze drumherum irgendwie. Feeling für die Leute vielleicht sogar geiler als das originale Classic wird, weil einfach so diese übertriebenen Dinge draußen sind irgendwie, also die World of Meta am Ende, keine Ahnung, im Port-Setup und also ich weiß nicht, also. Ja. Naja. Wollen wir mal ein bisschen auf die Kommentare eingehen, vielleicht, von den Leuten? Ja, klar. The Pillarmann hat geschrieben. Ah, guter Name. Ich bin ein großer Freund von Meme-Specs und die wird man nicht spielen können, denke ich, das ist echt schade. Er geht, glaube ich, darauf ein, dass die Bosse halt so viel HP haben werden halt, ne? Und deswegen quasi die Eule und so weiter halt schnell umgehen, bla bla. Deswegen hätte er gerne den TBC Pre-Patch gesehen. Also in Bezug auf die Talente. Siehst du da das auch so oder sagst du, ist unbegründet die Sorge in der Hinsicht? Ich glaube, man muss ein bisschen anders rangehen. Also sie haben ja gesagt, es wird erstmal keine großen Klassen-Changes geben in dieser Season of Mastery, ne? Aber das fordern halt viele, sehe ich auch so. Ich glaube. Okay. Also ich glaube, was noch vielleicht kommen könnte,
Was ein einfacher Fix dazu wäre, ist zum Beispiel die Mana-Kosten halt von manchen Klassen halt ein bisschen anpassen. Mhm. Wenn halt eine Weihe, ich nehme jetzt einfach mal Red Parler irgendwie, wenn eine Weihe halt irgendwie 550 Mana kostet, ist halt logisch, dass man halt umgeht, ne? Naja. Das meint er halt zum Beispiel. Oder Moonkin, ne? Du kannst halt auch davon die Mana-Kosten anpassen. Das wäre ein Easy-Fix. Der würde auch nicht unbedingt viel Probleme machen irgendwie, dass du halt die und die Klassen raussuchst und halt sagst, oder Shadow ist auch so ein Ding. Kostet ja. Jetzt auch viel Mana. Und das könnte man reduzieren. Mhm. Das muss man angleichen, trotzdem, ne? Von allen. Ja, verstehe. Ja, genau. Das alles, was ein Meme-Pack, sag ich mal, hat, guckt mal, okay, das spammst du halt und da halt irgendwie die Mana-Kosten ein bisschen anpassen. Das ist ein Easy-Fix. Mhm. Aber andererseits kann man es auch selber fixen. Man muss ein bisschen umdenken, glaube ich. Man muss halt ihr kennt ja jetzt Arcane Mages in TBC, ne? Und da ist es ja nicht unüblich, dass man zum Beispiel auch Inzockelt oder und halt irgendwie Spirit hat und so und Innervates bekommt und so. Also ich glaube, man muss sich ein bisschen damit anfreunden, wenn man halt so ein Spec spielt, gerade so als Eule oder als Shadow Priest, dass man halt sau viel auch auf Int und MP5 geht und so, ne? Und dann, dass man halt so ein bisschen wegkommt von diesem Ding, okay, Spellpower ist das Gebot der Stunde und ein Spellpower ist mehr wert als 50 MP5. Damit ich besser parse, weil auch dieses ganze World-Buff-Meta ist ja jetzt nicht mehr da und du wirst halt sowieso schon mal besser im Damage dastehen, weil manche Mechaniken melee-unfreundlicher sind und klar, der Fight auch länger geht, das heißt, dann Dots ticken halt aber auch und so. Man darf nicht nur auf diese eine Sache gucken. Weißt du? Und wenn man dann ein bisschen MP5 hat und sein Mana-Management hat, dann kann man auch bis zum Ende durchziehen. Mhm. Und ich glaube, dann wird das gar nicht so schlimm sein. So, also, aber ja. Das Problem ist, es fängt ja schon darauf an, dass es quasi gar kein Tierset gibt für eine Eule und so weiter, ne? Da habe ich gerade überlegt, das wäre doch vielleicht ein geiler Fix auch, oder? Das wenn man einfach für diese Specs einfach noch ein Tierset reinmachen würde. Es wäre eigentlich, würde nichts verändern, so, und dann könnten die Shadows und so weiter auch ihr Set farmen. Das wäre eigentlich auch eine geile Lösung, glaube ich. Genau, also es würde die Talente gar nicht ändern, weißt du? Und dass man dann auch die Sets drauf auslegt, dass sie quasi mehr Mana-Rick haben und so weiter. Richtig, genau. Sehr geil. Du kannst halt einfach Ja, aber das ist halt wieder, müssen wir wieder an die Items ran und so, ne, werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber man könnte, also genau, das wäre halt auch easy dann so, ne, dass man halt sagt, okay, es gibt halt einen Stormrage-Token und dieses Stormrage-Token kannst du halt für irgendwas ein. Du musst ja nicht mal so machen, dass es Klassen geteilt ist oder so. Dass der Druide sich dann entscheiden kann, welches er nimmt, so eine Art einfach, ne? Ja, genau, und oder du machst halt auf alles, aber Spell-Damage, was weiß ich, aber es gibt halt zum Beispiel auch in Mountain Core, so diese Sachen, die man immer irgendwie so gar nicht, die man so immer disenchanted hat, diese Mana-Storm-Leggings irgendwie, die haben, ich such die gerade mal irgendwie, hier, die haben halt irgendwie Int und 14 MP5. Natürlich totale Scheiße, wenn man irgendwie mal so drauf guckt, aber andererseits als Shadow Priest ohne World Buff Meter vielleicht gar nicht so kacke, so, weil, und es gibt ein paar mehr von diesen Items halt. Also MP5 ist dann natürlich sau viel wert, weil man halt viel durchziehen kann. Ne? Okay. Und als ohne Debuff Limit zum Beispiel ist natürlich auch richtig geil, wenn du als Shadow Priest dann irgendwie Vampiric Embrace machst, also dieses Ding, diesen Debuff, den Dot, der dann deine Gruppe heilt durch den Damage. Das ist natürlich auch geil, weil wenn die Encounter schwerer sind, ist sowas halt relevanter und du kannst es drauf machen, ohne dass du halt einen Debuff-Slot verlierst und es sind ganz viele Sachen, es hört sich einfach mega geil an. Ne? Mhm. Also. Ja, zum Beispiel der gute Tankfaust, Grüße gehen raus an der Stelle. Ihr kennt euch ja auch, ne? Ja, Grüße gehen raus. Er hat hier auch noch angemerkt in dem Kommentar, dass er meint halt, dass er quasi hier hatte geschrieben, aber ich hatte in Vanilla nicht unbedingt den Eindruck, dass außer ein paar Progress-Gilden ein besonders akribisches Optimieren auf das Setup betrieben haben. In TBC ist es aber bei weitestgehend allen Gilden der Fall. Das finde ich auch einen interessanten Punkt eigentlich, wo man eigentlich bei Burning Crusade eigentlich gedacht hat, so okay, ja, bei Burning Crusade ist irgendwie alles spielbar, da werden die Leute nicht so fett auf Setup achten. Ne? Ist eigentlich ja umgekehrt, dadurch, dass der Raid-Content oder die Boss-Mechaniken so ein bisschen anspruchsvoller geworden sind. Absolut, war komplett anders, weil alle dachten so, ja, da gehen ja alle Klassen, voll easy. Aber haben vergessen, dass es nur 25 Spots gibt und du brauchst schon 5 Schamanen, weil ansonsten ist deine Gilde ja Boomer. So. Naja, genau. Ganz einfach. Und dann sind die Leute und dann haben alle aufgewacht, haben gesehen, shit. Ja, ne? Und deswegen aber ein guter Punkt von ihm eigentlich, es stimmt schon, in Vanilla, wo du dann halt eben mit 40 Leuten da durcheierst, so ist halt eben Latte, ob dann irgendwie noch eine eigentlich Eule geiler mitkommt oder ein Shadow. Und ja, vielleicht ist es dann quasi gar nicht so schlimm, dass man dann auch
Eule Retri oder wie auch immer quasi spielt so eine Art. In den meisten Spielen so ist halt nicht. Ja, genau. Also du darfst halt nicht vergessen, wie gesagt, du weißt ja halt nicht, wie die Encounter gespielt werden halt. Ne? Und die waren halt schon, ich sag mal, jetzt so gute Gilden haben halt gesagt, okay, 2-3 Bosse in MC, die waren schon knackig. Wir haben die alle gekillt, aber Ragnaros war halt schon jetzt nicht so einfach so. Und das, ne? Ja. Ist dann halt auch jetzt nicht für alle so einfach, würde ich mal sagen. Und ich glaube, klar wird dann auch geminmaxed, aber ich glaube, so eine, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein paar Mages dabei hast und dann halt irgendwie da eine Eule in die Gruppe packst, dann ist das schon relativ nice. Ja. Vor allem, wenn auch einige Bosse Melee unfreundlicher werden durch die neuen Mechaniken und Umständen. Ist auch safer dann halt alles. Ne? Eh mehr so aufteilen, ne, auf die verschiedenen Klassen dann. Ja. Genau, und ihr seht ja in TBC halt auch, wenn Leute halt sterben und abkratzen irgendwie bei den Bossen, dann wird es halt schwerer, ne? Und wenn du dann halt irgendwie so ein Shadow Priest irgendwie so eine Melee-Gruppe hast, dann kratzen die vielleicht nicht direkt ab oder ein Tank oder was ist ich, keine Ahnung gerade, aber es ist natürlich, viele haben jetzt auch so ein bisschen so den Damage und den Mana-Verbrauch von irgendwie jetzt einfach, bleiben wir kurz bei der Eule, im Kopf, wenn die einfach nur Wrath spammt oder irgendwie Starfire oder so. Die hat ja eigentlich auch 2 Dots, die konnte sie nur nie benutzen halt. Das ist das Problem, ne? Und dann ist es halt auch vielleicht nochmal so ein bisschen was anderes, weil man halt, weiß man ja jetzt noch gar nicht so genau, wie sich das dann halt irgendwie alles ausgeht. Weil wenn jemand alle seine Dots draufklatschen kann, sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Und man kann sagen, okay, eine Eule ist gar nicht so schlimm vom Damage. Weiß ich aber nicht. Kann auch unterirdisch bleiben. Und ist vielleicht nach 3 Casts Das könnte trotzdem passieren. Weiß ich gerade nicht. Ja. Ja, Tankforce hatte ja auch noch einen eigenen Kommentar geschrieben, wo er gesagt hätte, dass es gibt das Gerücht, dass die Dungeons in 2 Schwierigkeitsgraden kommen sollen. Hast du davon was gehört? Also ich hatte das tatsächlich nicht mitbekommen. Habe ich noch gar nicht gehört, nee. Okay. Kann ich da deswegen auch leider nichts zu sagen. Meine Vermutung ist aber nicht, dass sie jetzt wie Hardcore MC und normal, also ich glaube, das werden sie auf einem Niveau. Ich glaube, wir können froh sein, wenn sie bei BWL und an die anderen alten Raids nochmal rangehen und ein paar coole Änderungen reinpacken. Also zum Beispiel haben sie auch gesagt, sie haben eine Mechanik bei Guard zum Beispiel, wurde gedatamined von denen, also haben sie eine alte Mechanik, die sie eigentlich hätten reinpacken wollen, 2005, haben sie halt wieder rausgekramt, dass halt so ein kleines Ad durch einen Raid flitzt und random einen Spieler targetet und dann halt explodiert. Okay. Das fand ich halt zum Beispiel auch sehr interessant und der ist jetzt halt auch so, dass du nicht einmal durchnuken kannst, weil er sonst seine Ads sprengt halt, ne? Und genau, und so weiter. Also es ist geil. Ist cool. Ich glaube, vielleicht BWL mit ein paar extra Mechaniken, bei den Loot Drakes zum Beispiel, die ur-easy sind, hatten wir auch schon im Stream drüber gelabert halt, ne? Wenn die halt irgendwas machen würden, wäre das vielleicht gar nicht mehr so easy. Also wenn halt Ebonrock, klar, muss halt irgendwie andauernd abtaunten, ne? Aber wenn dann halt noch was passieren würde im Fall, wäre schon cool. Ja, stimmt. Fresh halt. Aber vielleicht meint er auch mit den 2 Schwierigkeitsgraden hier irgendwie die Five-Man-Dungeons, also dass so Heroes kommen sollten oder so, aber glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist glaube ich ein Gerücht, aber weiß nicht, könnte, wäre cool. Ja, wäre geil natürlich, aber ich glaube, also ob sie so fette Changes machen, wahrscheinlich noch nicht. Oh. Ja. hattest du gerade noch einen Kommentar, der dir sehr gefallen hatte? Sonst würde ich mal weiter gucken gerade. Guck erst mal. Ja. Was halt auch viele geschrieben haben, ist, dass sie also befürchten, dass der Raid-Content zu schnell kommt. Ne? Also, dass die Phasen quasi zu schnell abgearbeitet werden. Wenn wir jetzt überlegen, ne, wir haben den kompletten Content in einem Jahr. Was wäre denn da so deine Überlegung? Denkst du, das ist eher gut, wenn man nicht so lange warten muss? Denkst du, das ist eher schlecht, wenn es schneller kommt? Das kann ich irgendwie gar nicht einschätzen. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen will. Kann ich gar nicht einschätzen gerade irgendwie. Naja, wir hatten ja, hier ist noch ein Kommentar von Avada. Die hätten ruhig noch ein Jahr warten können und ja. Weiß ich nicht. Also weißt du, wenn jetzt quasi das ist halt, Core, das geht dann kommt rein. Also ist einen Monat später BWL oder so eine Art, weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Ja klar, das ist halt, sie wollen damit ja halt so dieses Loot, wenn alles schneller kommt und du hast nur so und so viel IDs, bis der nächste Loot kommt. Das heißt ja dann auch, dass du quasi die Sets nie vervollständigen kannst, so, ne, oder wie? Also genau, es kann dann halt nur so und so viel Loot geben, bis der nächste Tier kommt und
Das ist halt so, die Idee ist gut, weil dann kannst du nicht im BWL reinkommen, nachdem du irgendwie 6 Monate MC komplett abgegrindet hast und auf jedem Warrior irgendwie, keine Ahnung, Onslaught-Gürtel hast. Verstehe. Also, so, das ist eine gute Idee, ist natürlich aber auch so ein bisschen eine Ausrede dafür, das in 12 Monaten durchzudrücken und dann wieder fresh zu bringen. Ne? Muss man auch ehrlich sein. Ja. Also ich halte von diesen 12 Monaten gar nichts und dieses Durchrushen auch nicht. Also ich glaube, Classic lebt davon, dass die Leute Zeit haben. Auch alleine vom Gear her ist nicht auch immer so ein Ding, dass man das Gear, weißt du, vervollständigen möchte? Also, dass man so seinen, weißt du. Ja, klar. Manso meinte auch, er hätte Bock drauf, aber das mit 12 Monaten fickt ihn halt an, weil, also, kann er nicht ab, so, weil er will dann halt auch mal so ein Set mal vervollständigen und das ist so, ne? Also, bei Classic, es gibt halt auch Spieler, die, weiß ich jetzt nicht, wie man das so beschreiben soll. Es geht nicht nur um für die geht's halt irgendwie in dem, wenn man das halt früher gespielt hat, geht's bei denen nicht nur um Competitiveness irgendwie und um einen Wettbewerb und einen Sprint jede Woche sondern die mögen halt die Lore, die mögen die Welt und die wollen halt das Feeling haben und dann halt irgendwie raiden und wie so ihr Set zusammen machen und dann, das ist gar nicht, ich weiß nicht. Die entscheiden ich glaube, Classic-Spieler sind keine Diablo-Spieler irgendwie. Ja, so. Wollte ich gerade sagen, ne, was wir vorhin gesagt haben, es gibt nur 2 Wege, die man gehen kann. Einmal Classic Plus irgendwie und einmal so dieses Fresh-Ding. Ne, dieses Fresh-Meme. Und gerade gehen sie halt warten sollen. Den Weg vom Fresh-Meme, so eine Art gerade, ne? Die Frage ist halt Fresh-Meme ist es gerade mit ein bisschen Classic Plus drin und das ist halt wieder so, hättet einfach nochmal irgendwie ein halbes Jahr, lasst einfach das Jahr ausklingen, fokussiert euch auf TPC so, macht das auch geil, da kann man auch viel machen und haut's dann raus, weil dann ist es auch so richtig so, oh, kommt nochmal Fresh und bla und wenn es denn ist dann announced, dann sind halt alle richtig hyped, so, ne? Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel gerade den perfekten Kommentar von Lightning Dust, ein bisschen weiter unten. Der hat einen richtig schönen Kommentar geschrieben, da habe ich auch ihm versprochen, dass wir den dran nehmen. Er hat geschrieben, findet ihr, Blizzard sollte das Potenzial von Classic Season of Mastery besser ausschöpfen oder seid ihr damit zufrieden, was angekündigt wurde? Ich finde, gerade Classic ist nicht nur Endgame. Es gibt so viel Potenzial, würden sie sich einfach ein paar Monate mehr Zeit nehmen und dann mit einem riesigen Feuerwerk releasen. Also genau, was wir eben gesagt haben eigentlich. Ja, genau. Absolut, er hat Beispiele genannt hier, die man machen könnte. Schwierigere Low-Level-Dungeons wäre das Level zum Beispiel. Hardcore-Mode für Five-Man-Dungeons. Leichte Klassenanpassungen für Meme-Specs, was wir auch schon gesagt hatten. Events zum Beispiel fand ich auch sehr interessant. Schlingendorn-Arena, Jump-Events, Anreiz für Städte-Raids zum Beispiel. Anreiz für Städte-Raids, zum Beispiel, dass die Wachen mal verschwinden, so für einen Tag oder so. Weißt du, das ist ja so kein Hexenwerk irgendwie, so, weißt du? Boah, dann gibt's richtig Geweine, Alter. Ja. Aber du musst keine Wachen wegmachen, du musst einfach nur einen Anreiz dafür geben, den Endboss zu killen halt. Mhm, und dass du den natürlich auch nicht die ganze Zeit campst oder so, aber halt, dass du halt irgendwie alle 2 Wochen oder so, stell dir mal vor, einmal im Monat reicht ja schon. Ja. Kannst du, wenn du den killst, wir haben schon so viele Sachen oder Beispiele im Chat einfach die mal. Chance auf den Legendary oder so. Stell das mal vor. Ja, irgendwie ein neues Legendary oder so. Aber halt, eine ganz geringe Chance, weißt du? Also quasi ganz geringe Chance, und damit es halt nicht abgefarmt werden kann, sondern eine ganz geringe Chance einfach nur, dass sie alle wissen, boah, krass, wenn wir den kriegen könnten, hätten wir die Chance. Ja, sowas macht's halt geil. Das ist halt auch so ein bisschen so Vanilla Spirit irgendwie, ne? Oder dass halt irgendwie, dass jeder von denen einen Teil davon droppt und wenn man alle hat, dann, das ist eine geringe Chance. Oder so was ganz Einfaches. Ich meine, man wird sehr viele Consumables brauchen. Weil es keine World Buffs gibt, warum droppen die nicht einfach eine Chest für die Gilde, die es killt, oder halt den Zusammenschluss von Spielern, und da sind einfach fucking Consumables drin und Gold, und die kannst du dann halt lootmastern an deine Leute. Ja. Oder könnte halt man einfach machen, so wäre sehr interessant. Eine random Truhe, die irgendwo spawnt, wo es dann Stadt halt PvP darum gibt, wo die Leute hingehen müssen oder irgendwie so auch, ja, das ist praktisch sozusagen die Schatzkammer von Storm und oder sowas, plünderst halt, und da sind halt Consumables und Gold drin oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ne? Ja, mega. Rated BGs statt Ranking finde ich auch saugeil. Andererseits ist Ranking auch so ein Ding. Das weiß ich nicht genau. Tatsächlich da. Ich glaube, Ranking ist okay, wenn es schneller ein bisschen geht. Ich glaube, das alte System ist einfach zu crazy für die heutige Zeit. Mhm. Beziehungsweise nicht mehr zeitgemäß. Achievement-System, Achievements finde ich auch okay, wenn es im Rahmen bleibt irgendwie. Also waren irgendwie nie mein Ding so, aber. Aber hätte ich jetzt auch kein Problem mit, wenn Leute da ein bisschen Achievement-Hunter werden. Achievements fand ich auch nicht so schlimm, ja. Also, das stört mich ja nicht eigentlich, ne? Und Hardmodes für gewisse Bosse finde ich saugeile Idee auch. Und genau sowas halt fand ich nice. Mega Idee halt, weil, dass du halt einfach
du brauchst nicht einen neuen Raid in einer neuen Schwierigkeit, sondern halt du sagst irgendwie, ne, Nefarian, irgendwie wir, kein Plan, Alter. Jetzt einfach nur irgendein Quatsch ausgedacht, aber da gibt's dann halt neue Mechaniken und obendrauf kannst du dann halt dich noch entscheiden, wir behalten 20 Ads bis zum Ende des Kampfes am Leben und oft hängen die oder so und das ist dann der Hard Mode und ne, Nummer 1 und dann gibt's halt irgendwie ja. ein Stück Loot mehr, so könnte man dann halt auch mehr Loot bekommen, ja. auch wenn die Zeit kürzer ist. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz hier die persönliche Frage an dich. War Mosen nicht auf Skullflame, hat er gewechselt oder ist Firemore nur auf Arena bezogen? Also ihr seht jetzt quasi alle auf das? Firemore, kann man sagen, in den Antworten dann. Ja, also genau. Ja, wir waren auf Skyflame, deswegen habe ich das ja vorhin gesagt mit dem freien Charaktertransfers, Alter. Ne, echt. Keine Ahnung. Wir sind halt alle noch getranzt, weil der Server halt so tot wurde. Es ging nicht mehr einfach. Ne? Wir haben gesagt, wir bleiben bis zum Ende, bis es nicht mehr geht. So. Aber es ging wirklich auch nicht mehr. Aber wir mussten weg halt, so, sonst wäre es halt nicht mehr gegangen. Ja. Und ja, genau, wir sind jetzt auf Firemore. Jetzt, genau. Ja, genau. Und ist auch wieder alles gut, aber das hat halt auch ganz schön Einschnitt gemacht und so, aber. Vor allem, die hattet ja dann auch jeder eine 8 Chars und hast du nicht gesehen wahrscheinlich. Ja, genau. Das dann halt und halt sie halt noch dafür zu belohnen, dass sie halt nichts mit den Servern machen, ist halt. Ja. Dann wollten viele schon nicht machen. Dann haben wir halt noch gesagt, okay, komm, einmal noch und dann ne, können sie sich echt mal, können sie echt mal am Arsch lecken und jetzt bringen sie noch die freien Transfers, ist halt einfach. Ist einfach Wahnsinn, wie die mit Kunden umgehen. Ist einfach krank, egal. Hm. Genau, und zu Streams im Moment brauche ich einfach eine Pause. Ich mache gerade was, falls jemand nicht weiß, ne, wo bist du denn, und bla. Ich mache halt einfach gerade was, es eine Chance aufgetan hat, die mindestens so viel Zeit schluckt wie das Stream selbst. Und das muss ich erstmal alles eingrooven. Und sobald das dann da läuft, das System praktisch flutscht. Ja. So langsam kriege ich wieder Zeit dafür und ich werde auch wieder streamen mal. Aber dann ein bisschen anders und genau halt ein bisschen lockerer und zusätzlich ist meine Freundin halt noch schwanger. Also ist gerade ein bisschen viel los und dann nehme ich mir lieber eine richtige Pause und komme dann wieder und wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Also genau. Er ist bei mir ja auch ähnlich gewesen. Also ich habe auch gemerkt, vor 3 Monaten irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt, nur noch gestresst irgendwie. Und ich bin jetzt auch davon weggekommen, dass wenn ich live gehe, halte ich jetzt auch keine PowerPoint-Präsentation mehr irgendwie für 5 Stunden, sondern ich entspanne einfach, ich zock einfach. Muss Spaß machen. Zum Beispiel neulich war einfach mal live, wo wir Arena gespielt haben, so. Bin ab und zu mal auf den Chat eingegangen, aber so dieses dauerhafte Labern habe ich auch einfach gemerkt, ist auch einfach nicht mein Ding. Ich will auch immer ein bisschen meine Ruhe haben, wenn ich spiele. Und deswegen ist es manchmal nicht schlecht, wenn man Twitch macht oder YouTube, dass man wirklich auch mal 3 Monate lang nichts macht und dann einfach wiederkommt und dann weiß man auch wieder, worauf man Bock hat quasi. Wir haben ja auch jetzt schon ein bisschen länger gemacht und so und genau, da muss man einfach eine kreative Pause machen und was halt so meintest. Aber es hat einfach gar keinen Spaß mehr gemacht und also nicht das allgemein, aber das Spiel halt so, ne, weil ich will mir auch nicht immer Gedanken drüber und so. Das Ding ist halt auch, ich muss mir dann auch keine Gedanken drüber machen, oh, machst du jetzt Kohle damit, kannst du deine Scheiße damit bezahlen und so. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn du, dann kannst du ganz anders an die Sache rangehen und ich will da wieder Spaß dran haben. Mhm. So wie früher. Ja, und habe ich auch schon gesagt. Früher, genau, Leute, wir sind einfach live gegangen. Es war so ein bisschen ähnlich, wir sind halt einfach live gegangen, weil wir waren halt eh am Raiden, wir haben eh gesuchtet so. Und dann hast du dir das angeboten, so, man geht halt nebenbei live, so, bist du eh am Suchten. Und dann auch diese ganze Politik und so, diese ganze Scheiße da mit dem nicht und der mag den und der ist pisst. Und dann, das und Ding ist halt, es kommt auch ein Stück weit, ist gar nicht böse gemeint, aber es kommt ein Stück weit auch durch die Community und durch die Viewer selber, so dieses so, ja, und dann hol dir doch mal einen Sub-Alert und dann mach doch mal das und so. Und auf einmal ist es so ein Ding, so dass die Leute urviel Erwartungen an dich haben irgendwie. Ja, genau. Man geht auch mit viel so zu weit. Und genau. Viele Themen halt immer. Und was mir halt sehr geholfen hat auch bei dem Thema ist so, dass ich einfach mal geschaut habe, okay, was machen denn die anderen Leute so, ne? Die halt auch einfach noch anscheinend Spaß dran haben und die auch viele Viewer haben. Es gibt Leute, die wie Monkey News oder so, die scheißen auf den Chat, versteht ihr? Die scheißen auf Twitch, die scheißen auf den Titel, auf gar nichts so. Die haben einen Punkt im Titel irgendwie drin und die zocken einfach, weil das ist deren Leben, die haben da Bock drauf, deren Leidenschaft, ne? Und das ist einfach das Geile irgendwie auch, ne? Und wenn man dann anfängt, muss es wieder hinkommen. Und ich habe halt gemerkt, okay, jetzt macht mir das Spiel auch wieder Spaß irgendwie. Und
Ist ja natürlich auch klar, weil wir haben natürlich auch sauhart reingesuchtet und so. Also es ist nicht irgendwie die Schuld vom Chat oder irgendwas. Nur nee, das nicht. Man braucht einfach manchmal eine Pause und irgendwann hat man einfach hart reingesuchtet und man muss sich manchmal wieder auf das Wesentliche zurück, glaube ich. Genau, auch auf dieses ganze, und diese ganze Giveaway-Mentalität und dann, also ja, das ist halt alles so völlig auch so, wie gesagt, jetzt gar kein Front an Leute, die das machen oder so. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Es gibt Leute, die das mega gut machen, die ich auch feiere, so, die Giveaways einbauen, die Leute entertainen, irgendwie, die da so eine Streams irgendwie draus machen, so, aber ich habe persönlich gemerkt, Alter, das bin ich überhaupt nicht so. Und da gibt es andere Leute, die können das viel, viel besser und ich will einfach chillig mit dem Boys streamen, ne? Und meine Fresse halten und ab und zu will ich auch mal ohne Cam einfach streamen, so, weil, keine Ahnung, ich will halt einfach in Unterhose vom Rechner sitzen und mit euch labern. Und das mache ich dann halt lieber. Als irgendwie, weißt du, so und keine Ahnung, darum geht's halt. Wissen wir alle, wie es ist, so, ne? Und ja, so ist erstmal der Plan. Aber egal, so viel zu dem Thema. Kommt alles wieder, aber bisschen chillen so und chillen und chillen lassen und dann haben wir das schon. Genau. Ja, vielleicht, ich würde sagen, hast du noch einen? Sonst würden wir langsam nur zum Ende kommen, würde ich sagen, ne? No. Ja, gibt schon noch einige. War noch ein ganz großer Kommentar, aber den finde ich leider gerade nicht. Sorry an der Stelle. Ich würde auf jeden Fall am Ende dann noch drauf eingehen, ob wir spielen werden oder nicht. Von daher, bleibt dran. bleibt dran. Ich hatte irgendwie, glaube ich, noch irgendwas. Aber scheißegal. Ach, was auch noch geil ist, ist, dass es halt nur die bestimmte Anzahl von Servern gibt. Und das diesmal nicht lokalisierte für. Genau, lass da noch drüber reden und dann noch einen Kommentar. Katalonien und Sizilien noch einen eigenen Server machen irgendwie. Und da nichts am Ende mehr los ist, sondern es gibt halt irgendwie, ich glaube, 3 PvP. Ich gehe mal ganz kurz drauf. 2 PvE-Server für alle. Es gibt. Das ist eine gute Idee. Also jetzt amerikanisch und Oceanic und so weiter mal außen vor, aber im EU-Bereich gibt es im Grunde genommen 3 PvP-Server und 2 PvE. Genau, und das ist halt geil, und das hätten sie vorher schon machen sollen. Ich weiß noch, als wir Videos gemacht haben über die über dieses, so, sollte kommen deutsche Server oder nicht, und reichen die und so und bla. War dumm. Es war vielleicht auch, also, weiß ich nicht, ob es dumm war, aber irgendwie, letztendlich, ich habe ja da gesagt, so, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil man kann sich immer als deutsche Gilde zusammenfügen, so, das gab es auf Private-Servern auch, und das ist auch geil dann, weil dann ist man so eine Enklave irgendwie, weißt du, und man kann auch Deutsch sprechen und bla, und alle wissen dann auch, so was abgeht, und aber du gab's doch früher auch Best Divinity auf dem Server, oder? Enklave, war das nicht irgendwie so ein Ding? Ja. Ehre den Clan. Ja, Enklave, Ehre dem Clan. Irgendwie so. Ja, was war das? Grüße gehen raus an Stevenio an der Stelle. Ja, genau. Ehrenmann. Gruß an den Boy. Genau, und ich glaube, es ist besser so, weil einfach, ihr seht ja, was mit den Servern abgeht, ne, wenn halt mal der Hype kurz vorbei ist. Und so hat man dann halt so ein bisschen alles ein bisschen gebündelt. Und ich bin einfach der Meinung, so, man kann sich zusammentun und gilden und man braucht, also ich würde fast sagen, deutsche Server, okay. So, da gibt's eine riesen Community. Ja, irgendwie schon. Das sind irgendwie auch viele Leute, so, vielleicht noch französische, aber den Rest, so, die haben ja selbst Spanische gemacht und alles und irgendwie, keine Ahnung, Alter, für, weiß ich nicht, ne? Mhm. Und ich glaube, so Bayerische, ist besser, weil dann ist es alles gebündelt. Schlecht. Bayerische Server noch, natürlich. Ja. ich glaube, ich finde es auch besser irgendwie, dass man da nicht mehr so, keine Ahnung. So Hauptsache, die Russen kriegen einen Server. Das mischt sich nicht gut. Sorry, aber es mischt sich einfach nicht gut so. Das keine Ahnung, was da der jetzt, vielleicht wegen der Sprache, weißt du, weil die so sehr verschieden sind. So, keine Ahnung. Eventuell, weil die ein anderes Alphabet haben und keine Ahnung. Muss alles inklusiv sein, ne? Also von daher müssen die auch mit rein. Das keinen Sinn macht. Aber generell würde ich sagen, finden wir es gut, dass es so kommt, ne? Und nicht noch mit 100.000 Lokalisierungen. Ja, würde ich nicht machen. Ich glaube, lieber die Community irgendwie verdichten, als sie in viele kleine Dings aufzusplitten. Ja. Und dann macht man halt irgendwie eine Gilde, die heißt irgendwie, keine Ahnung, Sauerkraut, und dann sind halt alle, keine Ahnung, geht man halt rein zusammen und hat man eine gute Zeit als deutsche Gilde. Ist doch kein Ding.
Und das ist gar nicht so scheiße. Ich kenne das von Private Server. Da gab es ganz viele deutsche Gilden und genau. Man hat sich dann auch gleich erkannt und so. Ganz cool. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch auf einen Kommentar ein, der wirklich sehr, sehr lang und intensiv war, von Kelturion. Weiß nicht, ob du den auch vor dir hast gerade. Kelturion. So, ein bisschen weiter, ja, so in der Mitte. Kelturion, mit so einem K. Echter Maddox, Ra am Start hier. Daniel am Start. Daniel Sporn. Hier, Dünsch auch am Start. Wo ist er? Dünsch. Wo ist er? Ja, Kelturion habe ich. Ja, unter Tankfaust, der Kommentar. Ja, habe ich. Relativ lang, die beiden fetten Punkte da. Er hat geschrieben, ich bin etwas hin und her gerissen. Einerseits cool, dass sie nun endlich mal anfangen, an Classic zu arbeiten und zumindest schon mal den Weg zu Classic Plus ebnen, was wir auch schon gesagt haben. Das ist schon deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Auch die bisherigen Änderungen finde ich soweit ganz cool, auch wenn ich mir noch deutlich mutigere Eingriffe gewünscht hätte. Ne? Ja. Jetzt hat er hier zwei Hardcore-Kritikpunkte. Einmal der Release-Termin. Warum zur Hölle muss der Release jetzt schon wieder so gerusht werden? Ne, haben wir auch schon angesprochen. Das ist doch schon bei Burning Crusade komplett in die Hose gegangen mit dem Release mitten im Hochsommer. Wir haben mit Beta so gut angefangen. Feedback gesammelt habe ich auch übrigens gehört, dass die Beta echt gut angekommen ist bei den Leuten. Und dann wird das Ding jetzt so schnell rausgeballert, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass man von den Verbesserungsvorschlägen der Community wahrscheinlich gar nichts mehr umsetzen kann, so eine Art. Und warum? Gerüchten zufolge macht Blizzard das wohl wegen des neuen Final Fantasy Add-ons irgendwie. Und deswegen hauen sie es quasi jetzt so schnell raus gerade. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man sich da ordentlich Zeit nimmt und am besten dann release, wenn in Burning Crusade langsam der T6-Content ausläuft. Das würde ich auch so unterschreiben bei Zoe an der Stelle. Dann würde es zudem auch nicht so mit dem wichtiger Punkt, Burning Crusade kollidieren, wo sie jetzt wahrscheinlich bei den eh schon etwas angeschlagenen und ausgedünnten Server-Communities einen kräftigen Kollateralschaden anrichten werden. Das ist auch ein Punkt, die deutschen Burning Crusade-Server sind schon mehr oder weniger tot. Da hast du, glaube ich, auch nicht so einen Einblick drin, ne? Aber Patchwork zum Beispiel. Venoxys ist irgendwie noch. Ja, Venoxys ist noch relativ am Leben so, weil da einfach, das war immer schon ein großer Server, aber die kleineren deutschen Server auf Ali-Seite, Patchwork zum Beispiel, gibt es nur noch eine größere Gilde irgendwie und der Rest ist auch schon weg. Von daher, ich vermute, wenn da dann auch noch die Leute anfangen, mit Fresh anzufangen in einer Woche, dann ist da dann halt komplett Ende. Ne? Das ist halt auch ein, also es hat auch einen negativen Effekt auf Burning Crusade wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also absolut. Also, das ist halt wieder dumm. Oh, ne? Da wird es ja schon Überschneidungen geben von Leuten, die jetzt sagen, okay, ja gut, Burning Crusade, ja, ist ganz gut so, Raid-Loggen, aber dann, also ich vermute, dann werden die Burning Crusade-Server außerhalb von den Raids noch leerer. Wir wissen alle, wie es ist. Ja, wenn man jetzt gerade so dabei ist, dass bei manchen vielleicht ab und zu der Raid nicht so voll ist und dann kommt Fresh raus, dann wisst ihr genauso gut wie ich, dass die ein oder andere Nase vielleicht keine Lust hat, nochmal irgendwie Keltas oder Wasch zu machen. Ja. So, das bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist halt so. Und ich erinnere mal dran, als wie Shadowlands rauskam, das haben sie auch in die mit Naxxramas war das, glaube ich, überschnitten, oder? Ja. Release, irgendwie so. Oder ein Raid-Tier davon, kein Plan. War auch nicht so gut, sag ich mal. Ja, stimmt schon. Kein Plan, aber es geht um den Jahresabschluss, ne? Nochmal hochdrücken, fresh. Jetzt. Logisch. Ja. Und ich glaube, es mit diesen ganzen Sachen, die irgendwie in letzter Zeit abgezogen haben, viele haben gesagt, Alter, ich wünsche mir fast schon die Private Server zurück und die Shady GMs da. Das ist ja krank einfach, weißt du? Also, weiß ich nicht. Shady Blizzard. Zweiter Punkt. Warum zur Hölle muss der Content in 12 Monaten durchgeballert werden, hat man auch schon angesprochen. Das ist doch komplett das exakte Gegenteil von dem, was den Kern von Classic ausmacht. Classic lebt davon, einer ausgedehnten Levelphase mit einem entschleunigten Gameplay. Warum muss man genau das jetzt kaputt machen? Verstehe ich auch nicht so wirklich, und viele ja auch nicht. Zudem verstehe ich auch nicht, wen es genau ansprechen soll. Naja, da gibt es schon Hardcore-Leute ein bisschen so, ne? Keine Ahnung. Ich meine, aus der Community gab es ja nun wirklich viele Forderungen. Die einen wollten Classic Plus, andere gerne Fresh Start-Server mit dem originalen Classic. Aber wo zur Hölle hat eine
nennenswerte Spielergruppe gefordert, einen Classic Fresh-Start mit EP-Boost und Content in 12 Monaten durchballern zu bekommen. Ja, genau, das frage ich mich auch. Ja, absolut ist schon, ja, ne? Absolut richtig. Keine also, Ahnung, wo. Das hat wirklich, das wollte so ein Set No One Ever irgendwie. So, das, also, ja. Auch bei allen Leuten, mit denen ich in-game Kontakt habe, ist es auf Irritation und Ablehnung gestoßen. Wenn man sich die Foren mal durchschaut, ist es eben so der meistkritisierte Punkt, warum zur Hölle machen sie es dann? Oder ist es wieder ein You Think You Do Ding, wo Blizzard wieder komplett an der Community vorbeiarbeitet? Ja, fand ich sehr, sehr gut geschrieben bei Zoe. Also nochmal danke auf jeden Fall für den Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen es auch nicht, ne? Warum es in der Form kommt. Wir können natürlich nur vermuten, ne? Wie gesagt, Ende des Jahres, Zahlen hoch. Fresh, nee, 12 nicht, Monate. Genau, weswegen jetzt auf 12 Monate begrenzt. Ich finde, alles daran ist geil. Und dann ist halt dieses 12-Monate-Ding. Das checke ich einfach nicht so, weil die Leute wollen Fresh. Und klar, man kann sich darüber streiten, ich wollte eher Classic Plus oder nicht so Fresh. Aber es ist ja eine Mischung daraus. Das ist, glaube ich, ein saugeiles Teil. Ja. Und das so mit diesem, so dieses Teasen da jetzt irgendwie drauf zu klatschen als Aufkleber. Ich meine, das ist so, du hast so, das ist, als wenn du so, keine Ahnung, ich brauche wieder so einen Mosen-Vergleich, ey. Also weißt du kaufst ja irgendwie so einen geilen Audi A8 und habe ich letztens in der Stadt gesehen und der hat den dann einfach olivgrün lackiert. Ja, ist halt. So, Leute. Why? Was ist da los? Why? Wer von euch war das? All black everything, Leute. Wisst ihr Bescheid? Please. Ja, also eine sehr positive Einschätzung davon wäre halt, dass man sagt, okay, sie wollen es in 12 Monaten durchballern und wirklich nur die Dinge ausprobieren einmal, temporär irgendwie, um danach mit dem fetten Launch von Classic Plus zu kommen. Ich hab den Aber Vergleich. Ob so du machst was wirklich kommen würde, Alter. Marco? Ja? Du machst das derbste Essen, es ist so geil, du gehst in die Küche, es riecht geil. Und dann klatscht deine Freundin da Koriander rein. Ciao. Kannst nach Hause fahren. Ja, stimmt, bin ich auch nicht so der Fan von, um mich zu geben. Wir machen das auch immer raus eigentlich. Ja. So bei Sommerrollen und so ist es auch drin, glaube ich, ne? Hast du einfach Seife im Essen, nice. Ja, cool. Also thailändisches Essen. Geiles Essen? Ja. Seife drin, cool. Kann ich nicht essen. Ciao. Ja, stimmt, bin ich auch nicht unbedingt der Fan. Ja. Ja, genau, also das sind halt so die beiden Hauptkritikpunkte, die, glaube ich, geht allen so, ne? Also zu früh und warum ein Jahr? Genau. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung oder aufrichtig sagen, ich habe zum Beispiel auch hier in den Kommentaren geantwortet, dass ich persönlich diese 12 Monate nicht so kritisch sehe wie vielleicht Timo. Ich erhoffe mir, also so dieses, dass ich halt weiß, okay, danach geht's nicht weiter, macht mir auch so ein bisschen so, da muss ich mir da keinen Kopf drüber machen, was mit meinem Char irgendwann mal passiert. Ich weiß einfach, okay, in einem Jahr ist Ende. Finde ich jetzt auch nicht mega schlecht, ehrlich gesagt, bin ich auch ehrlich. Mhm. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass viele Leute irgendwie sich lieber Änderungen gewünscht hätten mit einem normalen Zyklus, wie wir ihn quasi vorher hatten. Also das kann ich schon verstehen. Ja, also. Aber mal abwarten. Vielleicht, vielleicht befeuert das auch so ein bisschen das Casual Gaming, dass man sagt, okay, guck mal, ich spiele jetzt einfach mal eine Season mit so. Ja, vielleicht egal, genau. Ich mache einen Char und ich spiele noch TBC oder ich spiele noch was anderes. Und so für diese Ründchen-Spieler so, ne? Mal ein Ründchen so, ne? So ja. Für diese, die nicht immer so ihr Leben direkt opfern wollen, so, sondern, naja, verstehe ich. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Vielleicht tut das im Spiel Classic halt auch mal ganz gut. Aber mal gucken. Ja. Ich finde es, glaube ich, eher nicht so gut, aber mal schauen. Ja. Und ja. Okay, dann würde ich sagen. Mal abwarten. Ich glaube, die große Frage ist noch, werden wir spielen und wird es irgendwie meine Gilde wieder geben, deine Gilde wieder geben und alles Mögliche. Genau. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich spielen werde. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich werde es vielleicht ein bisschen casual mitspielen, aber vielleicht haben wir auch so eine Gruppe von Leuten, ja, und unsere Gilde ist dann da. Aber das weiß ich noch nicht so ganz genau. Es wird sich wahrscheinlich relativ spontan entscheiden. Ja. So. Und dann. Ich habe auch schon gesagt, ich werde mal gucken, wie es so laufen wird in den nächsten Wochen. Wie gesagt, ich mache halt nur Arena gerade. Also ich fahre im BGs nach Arena. Das werde ich auch so durchziehen, habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil auch einfach andere Dinge bei mir nicht mehr gehen. Und da habe ich Bock drauf. Und wenn ich dann okay sehe, ich habe einfach dazwischen genug Zeit für Fresh, dann bin ich auch dabei. Ich würde mich dann auch Timo anschließen, wo die dann quasi anfangen. Und wir haben schon über Horde nachgedacht. Gucken wir mal, ne? Ja, wenn dann, Horde übrigens. Also wirklich. Also dieses Mal Horde. Also falls ihr noch Bock habt, ihr könnt euch ja mal so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, ansonsten ist gut.
Also, muss aber mal schauen. Also ich denke mal, wir haben eine Gruppe von Leuten und so. Grüße gehen auch raus an Zico und Ra und so natürlich, ne? Also ich habe das im Hinterkopf, ne? Nicht, dass man was denkt, aber wir müssen das dann irgendwie mal so ein bisschen so machen, was oder machen wir es nicht. Das wird sich jetzt in der nächsten Woche auch entscheiden. Das ist auch ein ganz gutes Timing, glaube ich. Aber dann müssen wir das irgendwie so auch so ein bisschen zusammen aufbauen. Also ich werde jetzt hier nicht den Solo-Guild-Leader auf Classic und auf TBC machen und den anderen Scheiß machen. So, vielleicht daddle ich auch einfach nur mit und wir schließen uns zusammen und mal gucken, ne? Wäre auch mal geil. Ich hätte einfach mal Bock, mal wieder einfach nur so als normaler Raider irgendwo so, weißt du, ist echt. Ja, muss ich auch sagen. Also ich werde auch nicht irgendwas Andy leiten oder eine Community, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich werde einfach nur entspannt zocken mit den Leuten, die man so kennt und fertig. Und Horde, wie gesagt, ich war so ein bisschen Blut geben. Ja, klar. Ich war so ein bisschen skeptisch am Anfang, aber das ist auch so ein Punkt, Leute, mir ist mittlerweile so scheißegal, Ali Horde, ja, alles Latte. Ich finde es dann sogar vielleicht ganz geiler, weil auf der Hordenseite gehen immer vor OG deutlich mehr Duelle. Also die Horden-Server hatten immer irgendwie eine Duellmeter vor OG. War ich immer ein bisschen neidisch drauf. Weil die Allies irgendwie immer so gesplittet waren zwischen Ironforge und Stormwind. Da waren nicht so viele Duelle irgendwie, weil ich einfach in Classic immer sehr gerne Duelle gemacht habe. Würde ich es vielleicht sogar auch von dem Punkt her ganz cool finden, wenn man mal Horde geht. Ja, würde ich sagen. Wir können auch, belassen wir es dabei erstmal. Ja, machen wir Ende im Gelände. Ich hoffe, wir haben eure Fragen einigermaßen gut beantwortet. Wie gesagt, wir können natürlich nicht auf alle eingehen. Dafür sind wir einfach zu fame. vor allem Timo. Ja, klar. Danke nochmal wirklich für jedes Kommentar. Wie gesagt, so eine Podcast-Folgen sind auch einfach sehr zeitintensiv. Timo hat auch viel um die Ohren, ich auch. Deswegen hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Danke nochmal an Timo, dass du dabei warst auf jeden Fall. Ja, gute gerne. Geschichte. Gruß geht raus, ne? Den Helm. Den gibt's auch noch. Noch ganz kurz ein Plug, ne? Lass hier, Prime is not a crime, ne? Lass für Marco gerne auch mal ein Prime da. Und falls ihr irgendwie ganz wilde seid, ihr könnt natürlich auch mir noch ein Prime geben. Auf jeden Fall. twitch.tv/mosenlel. Supportet mal. Ich freue mich über die trotzdem und ich bedanke mich bei allen, die jetzt immer noch das machen. Es gibt da durchaus Leute. Also ich weiß es sehr zu schätzen an dieser Stelle. Das ist cool, dass da noch mal so ein bisschen was kommt und so. Und wie gesagt, es ist viel los, das können wir gut gebrauchen. Aber nur, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, Defiler ist gerade aktiver. Ne? Also, es geht so, ich bin aber auch relativ chillig gerade. Also, ne? Immer wenn ich Bock habe, gehe ich mal live so. Von daher. Ja, oder geht hier, es gibt da genügend andere, ne? Also, Trill-Troll. Aber denk dran, ne? Gute Trill. Trill-Troll. Okay, Leute, dann bis zur nächsten Folge und wir sehen uns eventuell in Fresh. Mal gucken. Don't forget to subscribe. Ciao, ciao.